Flux FM in digitaler Gesellschaft. Meine Damen und Herren, die digitale Gesellschaft ist wieder mal im Studio. Wie jeden Mittwoch um 10 nach 4 geht es heute um digitale Themen. Heute auch um digitale Themen. Wir sprechen im Prinzip über die Sondierungsverhandlungen, die ja gerade momentan auch noch stattfinden zwischen Unionsparteien Grünen und FDP. Dort standen in den letzten Tagen viele Themenfelder auf der Agenda, auch solche Themen, die für die künftige Netz- und Digitalpolitik von besonderer Bedeutung sind bzw. sein könnten. Breitbandausbau ist ein Stichwort, das diskutiert und besprochen wurde. Da sind sich die Parteien auch weitestgehend einig. Aber auch konfliktträchtige Ideen wie die Vorratsdatenspeicherung und die intelligente Videoüberwachung wurden eben in diesen Sondierungsverhandlungen thematisiert. Was da der aktuelle Stand ist und auf was man sich gefasst machen muss, das weiß Alexander Sander von der Digitalen Gesellschaft. Schönen guten Tag nochmal. Hallo. Ja, hi. Wie kommen die Verhandlungen bei den netzpolitischen Themen voran? Man hat ja von außen betrachtet zunächst mal den Eindruck, dass das ein Feld ist, wo man relativ schnell auf gemeinsame Nenner zu kommen scheint. Nein. Also zunächst mal muss man feststellen, dass halt dieses Thema auch ein bisschen aufgeteilt ist. Es gibt den Bereich Inneres, wo dann eben sowas wie Videoüberwachung, Vorratsdatenspeicherung drin ist, also innere Sicherheit, der Themenkomplex. Und dann gibt es eben diesen Bereich Digitales, wo dann sowas wie, wie Verbraucherschutz, Datenschutz dabei ist, Datensicherheit, aber eben auch der Zugang zum Internet, also Breitbandausbau, die Gigabit-Gesellschaft oder wie auch immer. Also man muss eben dadurch sagen, dass die Themen ein bisschen aufgeteilt sind, das auch an unterschiedlichen Tagen besprochen wurde. Bleibt natürlich dann nochmal zu sehen, wie das im Ganzen dann nochmal verhandelt wird. Ja. Aber man bekommt natürlich jetzt durch die Sondierungsgespräche zumindest mal einen Eindruck, was sind die Themen, wo herrscht Einigkeit. Sowas wie digitale Bildung ist zum Beispiel sowas, da kommt man relativ schnell zusammen, dass man da eben ein bisschen mehr machen will. Gegengestopfte Funklöcher hat jetzt auch erstmal keiner was. Genau, also das sind so Sachen, da gibt es Einigkeit. Schwierig wird es dann zum Beispiel, wenn wir über die Finanzierung von solchen Projekten reden. Also klar, jeder will irgendwie Gigabyte-Netze und also Ausbau bis 2025 ist da jetzt eben festgelegt worden. Das hatten wir auch schon im letzten Koalitionsvertrag. Das Ziel haben wir auch grundsätzlich schon einige Jährchen. Die große Frage ist bei dem ganzen Glasfaserausbau, wer soll es bezahlen? Gleichzeitig beim Stopfen von Funklöchern wird dann auch eben gesagt, Deutschland soll der Motor für 5G werden, also die Nachfolge von 4G LTE. Ja. Dann gleichzeitig eben diese Gigabit-Gesellschaft, so da fragt man sich schon, soll wieder dieser Breitbandausbau dann eigentlich über das 5G-Netz stattfinden, wo man sozusagen immer den Umweg sucht. Wir haben es eben jetzt in der Vergangenheit gesehen, statt auf Glasfaser setzt man auf Kupferkabel, also wo man jetzt nicht wirklich zukunftsorientierte Technologien nutzt, sondern immer so Brückentechnologien oder auf Technologien setzt, die noch gar nicht fertig erforscht sind. Ja. Von daher hört sich erstmal gut an. Konkret wird es dann sicherlich in den Koalitionsgesprächen und da muss man natürlich dann schauen, wie wir das Ganze auch mit Zahlen unterlegt. Ja. Also wie viele Milliarden werden dafür von wem zur Verfügung gestellt, damit man dieses Ziel auch wirklich erreicht, weil das bloße Hinschreiben des Ziels heißt ja noch lange nicht, dass es wirklich was passiert. Das haben wir ja auch in der letzten Legislatur schon gesehen. Ja, und das Weiterschieben der Problematik an die Privatunternehmen wird natürlich auch dazu führen, dass es eben keine Netzneutralität zum Beispiel gibt oder kein gleich gut funktionierendes Netz für alle. Darüber wird noch zu diskutieren sein, aber zumindest ist quasi ein gemeinsames Ziel vorhanden. Man kann sich quasi einigen auf das Ziel, dass ein Breitbandausbau nötig sein könnte oder auch das Stopfen von Funklöchern. Wie man dann da hinkommt, da hat die FDP natürlich andere Ideen, als es die Grünen haben. Viel spannender ist aber vielleicht dann doch der Themenkomplex, wenn es um die Nutzung digitaler Mittel zur Überwachung von der Bevölkerung, von mutmaßlichen Terroristen und Ähnlichem geht. Genau, also wir haben das Thema hier schon x90.000 Mal angesprochen, sowas wie die Vorratsdatenspeicherung, heftig umstritten, die Konservativen wollen sowas unbedingt auf den Weg bringen. Ja. In der letzten Legislatur wurde ja da auch wieder ein entsprechendes Gesetz auf den Weg gebracht. Das ist natürlich jetzt sehr umstritten, mit der FDP und den Grünen hat man da entsprechende Gegner. Aber es gibt auch noch andere Fragen, sowas wie die Quellen-TKÜ, der Bundestrojaner, also inwieweit will man jetzt die verschlüsselte Kommunikation von Leuten überwachen, inwiefern will man auf Rechner von zu überwachenden Personen zugreifen, was sind dann die Rechte, wie kommt man auf die Rechner von den Leuten, das sind sehr umstrittene Themen, aber eben auch so eben die klassische Polizeiarbeit, wie soll die datenbasiert unterstützt werden und insbesondere auch bei den Grünen ist natürlich da die Frage, wie sie sich positionieren wollen oder werden. Man sieht ja, wenn man zum Beispiel nach Baden-Württemberg schaut, dass dort jetzt auch nicht unbedingt die bürgerrechtsfreundlichste Politik dort auf den Weg gebracht wird. Winfried Kretschmann hat ja auch gesagt, dass man da eben notfalls an die Grenzen des verfassungsrechtlichen Möglichen gehen will.
Also wo dann hier eben schon klar ist, man will mehr Überwachungsmaßnahmen auf den Weg bringen. Deswegen muss man natürlich, ne, Baden-Württemberg ist man Ministerpräsidenten, stellt man dort. Jetzt in der Jamaika-Koalition ist man der kleinste Partner. Ja. Da ist natürlich die Frage, wer sich dann am Ende hier tatsächlich auch durchsetzen wird. Was sind die Themen, die vielleicht gedealt werden? Aber hier gibt es eben auf jeden Fall noch sehr viel Unklarheit, in welche Richtung es hier gehen soll. Einigkeit herrscht auf jeden Fall in dem Bereich, wir brauchen mehr Polizisten, wir müssen mehr Angestellte in der Justiz haben. Also dort will man auch Geld in die Hand nehmen, wie es dann aber eben bei solchen Überwachungsmaßnahmen, auch zum Beispiel Videoüberwachung mit automatisierter Gesichtserkennung, großes Feld, was jetzt aktuell heiß umstritten ist, wie das ausgeht, ja, das steht ein bisschen in den Sternen. Hier hat man sich nur darauf geeinigt, dass man darüber reden will, über diese Themen. Ansonsten hat man da jetzt wenig Konkretes sozusagen bisher zusammengebracht. Es scheint aber so, als ob hier auch immer in die Richtung geht, den Verfassungsschutz weiter zu stärken. Man sagt auch, das Bundeskriminalamt und das Bundesamt für Verfassungsschutz sollen gestärkt werden. Also hier kann man vielleicht auch zwischen den Zeilen so ein bisschen Aufhebung des Trennungsgebots rauslesen. Mhm. Also das klingt jetzt auch alles nicht so super. Mehr Kompetenzen für den Bund. Die Länder sollen sozusagen dann auch ihre Verfassungsschutzbehörden vielleicht die Kompetenzen an den Bund abgeben. Mhm. Also hier gibt es einige durchaus gruselige Ideen, die da diskutiert werden. Und da muss man natürlich dann genau schauen, wie hier eben die Bürgerrechte gegebenenfalls unter Druck geraten. Jamaika könnte das Bündnis der digitalen Chancen sein, hat Michael Keller von den Grünen so formuliert. Das, was du bis jetzt erzählst, klingt für mich eher so, als sei Michael Keller da einer Utopie auferlegen, was genau zu erwarten sein wird von der zukünftigen Regierung, wenn es denn klappt mit den Koalitionsgesprächen. Das werden wir gleich noch ein bisschen weiter besprechen. Zwischendurch ein wenig Musik auf Flux FM. Flux FM. In digitaler Gesellschaft. Alexander Sander von der digitalen Gesellschaft ist immer noch bei mir im Studio. Wir sagen nochmal schönen guten Tag, hallo. Schönen guten Tag, hallo. Jamaika könnte das Bündnis der digitalen Chancen sein, sagte Michael Keller von den Grünen. Mit diesem Zitat haben wir unser Gespräch kurz unterbrochen. Mit diesem Zitat möchte ich auch wieder einsteigen. Über was spricht Michael Keller von den Grünen? Redet er hier auch über den Breitbandausbau und das Stopfen von Funklöchern oder geht er noch ein bisschen weiter? Hat er noch ein paar weitere Ideen? Also es gibt ja auch noch so ein paar andere Themen, die man da vereinbart hat. Es gibt zum Beispiel, und das finde ich auch ganz interessant, das Ziel eines modernen Datenrechts, das auf den Weg zu bringen, um die datengetriebenen Geschäftsmodelle besser entwickeln zu können. Also das heißt eigentlich im Grunde, Datenschutz muss ein bisschen nach unten geschraubt werden. Damit die Wirtschaft nach oben geht. Genau. Also, first things first, sage ich mal. Also von daher, ne, also ich meine, wir haben die Datenschutzreform in Europa auf den Weg gebracht, haben jetzt die E-Privacy-Richtlinie zumindest im EU-Parlament mit ganz guten Ideen abgestimmt und jetzt wollen die ein modernes Datenrecht auf den Weg bringen. Da frage ich mich natürlich schon halt so ein bisschen, was haben die jetzt in den für ein Problem mit der vorausgegangenen Gesetzgebung, die wir zumindest in weiten Teilen ganz gut finden. Also das könnte zum Beispiel sowas sein. Aber das hört sich ja eher auf so einer FDP-Idee an, ehrlich gesagt. Genau, das hört sich, eine andere FDP-Idee wäre sowas wie Zugänge zu Wagniskapital für Startups zur Verfügung zu stellen. Also man will hier auch natürlich diesen Markt halt ein bisschen nach vorne bringen, diesen Digitalmarkt. Und das spricht natürlich dann eher für diese Äußerung auch von dem Politiker, den du da gerade genannt hast. Michael Keller von den Grünen. Michael Keller von den Grünen, genau. Also es gibt halt eben auch so, also wo glaube ich auch Einigkeit herrscht, sind so vernetzte Verwaltungsportale, also dass man halt so jetzt das Bürgeramt digitalisieren will im Großen und Ganzen. E-Government, auch, E-Government ist das Stichwort, glaube ich. E-Government, genau, auch eine gute Idee halt. Und also da gibt es schon eben ein paar Sachen, wo auch glaube ich grundsätzlich Einigkeit herrscht. Dann gibt es so ein paar Sachen wie eben Datenschutz abbauen, das wollen wir natürlich auch nicht. Aber eben, wo die Idee dahinter steht, dass man hier eben irgendeine Form von Markt irgendwie anheizen will. Also was dann konkret am Ende des Tages eben, wie gesagt, überall rauskommt, muss man sehen. Und ich sag mal, digital first, bedenken second, Digga. Und das ist dann am Ende des Tages vielleicht auch das, was halt den Datenschutz das Genick hier brechen könnte. Und da muss man eben sehr, sehr wachsam sein und aufpassen, dass man jetzt hier nicht total begeistert sagt, man muss ja alles digitalisieren. Es gibt eben auch noch bestimmte Sachen wie das Recht auf Privatsphäre, was davon eben nicht berührt werden soll. Ja, und ich meine, diese Vorratsdatenspeicherungsgeschichte und auch so Geschichten wie Videoüberwachung, das sind jetzt wirklich die Konfliktpunkte noch, wo es wahrscheinlich doch heiß hergeht und hoch hergeht in den Sondierungsgesprächen. Und
da wird natürlich sicherlich auch das Problem sein, inwieweit wird das jetzt mit anderen komplett sachfremden Themen verdielt. Also ja. Man sagt halt vielleicht, bei den Geflüchteten kriegt vielleicht die Grünen eben können sich durchsetzen, dafür können sie sich dann im Bereich innere Sicherheit nicht durchsetzen oder im Bereich Energie macht man Zugeständnisse, dafür muss man dann eben im Bereich innere Sicherheit ein bisschen was aufgeben. Also es ist natürlich auch so, dass jetzt halt die Grünen und die Liberalen halt auch immer nur der kleinere Partner sozusagen sind. Ne? Mhm. Und dass halt eben auch insbesondere aus Bayern die CSU sehr viel Druck macht in der Flüchtlingsfrage. Also deswegen, das wären sicherlich noch spannende Verhandlungen. Jetzt haben wir mal zumindest die Themen, über die man reden will. Ja. Und dann müssen wir jetzt konkret eben über die Ausgestaltung schauen und dann natürlich gucken, wie jetzt was gegen was verdielt wird. Und zum Schluss geht es vielleicht dann auch noch darum, wer kriegt welches Ministerium. Es gibt ja auch wieder da die Frage, braucht es so ein Digitalministerium oder ein Digitalminister oder ähnliches? Wird auf jeden Fall in den Sondierungsgesprächen thematisiert, eine solche Idee. Genau, das ist auch mit dabei. Da finde ich eigentlich erstmal per se viel wichtiger, dass man natürlich auch den Ausschuss im Bundestag mit ein bisschen im Hinterkopf behält, dass der eben nicht nur mitberatend ist, sondern tatsächlich in Zukunft vielleicht auch mal eine Entscheidung treffen kann und soll. Also hier gibt es verschiedene Ebenen, über die man reden muss. Und man muss natürlich auch sagen, also ein Digitalministerium mit der falschen Besetzung wird uns natürlich dann auch nicht wirklich voll dann also vorne. Also wenn die Überschrift beim Digitalministerium eben ist, digital first, bedenken second, ja, und dann, man dann eben noch die Probleme, die der Datenschutz mit dieser Überschrift hat, mitdenkt, dann wäre das unter Umständen und vielleicht schöner ohne Digitalministerium. Und zum Schluss findet man vielleicht noch Günther Oettinger irgendwo, den man das vielleicht überhelfen will. Günther Oettinger ist doch mittendrin im Thema, ja. Da kennt sich also, das schon aus. Von daher muss man mit sowas auch immer vorsichtig sein. Viel wichtiger ist tatsächlich, was dann im Koalitionsvertrag drin steht und auf was man sich wirklich einigt, wer das dann konkret umsetzt. Das ist dann eigentlich fast schon zweitrangig. Gibt es einen konkreten Zeitplan dafür, wann man mit den Koalitionsverhandlungen beginnen möchte zumindestens? Wie lange die Sondierungen noch weitergehen? Na, es ist jetzt so, dass Ende November die Grünen ihren Parteitag haben und die stimmen dann darüber ab, ob sie eben in diese Verhandlungen, in diese Koalitionsverhandlungen gehen und vorher wird man das schlichtweg nicht auf den Weg bringen können. Also vor Ende November wird man gar nicht in diese Koalitionsgespräche reinkommen. Man hat sich ja nach der Wahl das Ziel gesetzt, bis Weihnachten fertig zu sein. Das sehe ich jetzt aber nicht unbedingt, dass man wenn man jetzt schon so lange und so, ja auch doch so streitintensiv bei den Sondierungsgesprächen unterwegs ist, dass man dann hier vor Weihnachten fertig ist. Das halte ich für ja doch recht unrealistisch beziehungsweise einen sehr ambitionierten Zeitplan. Wahrscheinlicher ist, dass man dann eben mit den Koalitionsverhandlungen auch ins nächste Jahr gehen wird und dann wahrscheinlich im ersten Quartal vielleicht das Ganze dann auch abschließen kann. Welche Pläne für die digitale Infrastruktur und auch für Datenschutz im Bereich des Digitalen, welche Ideen da gerade formuliert werden, das haben wir herausgefunden. Alexander Sander von der Digitalen Gesellschaft hat uns darüber aufgeklärt. Wir werden uns über dieses Thema und über die Koalitionsvereinbarungen unter Umständen nochmal unterhalten, wenn es denn in die Koalitionsverhandlungen geht, dann versuchen wir auch die weiterhin zu beeinflussen. Alexander Sander von der Digitalen Gesellschaft, vielen Dank. Ihr könnt unser Gespräch nachhören auf fluxfm.de oder sogar nachgucken auf youtube.com, denn wir filmen für die digitale Gesellschaft immer mit, damit so datenschutzmäßig auch alles. Damit es auch unsere Gesichter erkennt, wenn er uns auf der Straße trifft. Nur deswegen, genau. Vielen Dank für deinen Besuch. Tschüss. Sehr gerne, ciao.